Sie stellen uns tatsächlich die Wagen für den Charity-Event zur Verfügung. Ach, das ist ganz wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Wiederhören. Hallo. Guten Tag. Ich suche Julius König und an der Rezeption sagte man mir, er wohnt hier. Ja, das ist richtig. Ich muss ihn dringend sprechen. Aber hoffentlich nicht, um ihn vor den Altar zu zerren. Dagegen hätte ich nämlich etwas. Entschuldigung. Kira König, ich bin die Nichte von Julius. Nochmal hallo. Charlotte Saalfeld, seine Lebensgefährtin. Bitte, kommen Sie rein und setzen Sie sich. Ist mein Onkel denn da? Die meiste Zeit. Nur manchmal zieht er es vor, in seiner Almhütte zu sein. Klingt romantisch. Naja, dort ist er ungestört. Er schreibt gerade an einem Roman. Mein Onkel Julius, der nichts Schöneres kennt als den Geruch nach frischer Maische, ist unter die Literaten gegangen. Wo finde ich diese Hütte? Ich kann Sie hinfahren. Danke, nicht nötig. Aber wenn Sie mir den Weg beschreiben könnten? Aber selbstverständlich, es ist nicht weit. Schattenmorellen ohne Stein, Halbfettmargarine, also Frau Bühning. Was denn für Aufschnitt? Vorsicht! Au! Oh. Wer diesen Tag erfunden hat, gehört bestraft. Ist alles in Ordnung? Ja, bin ja selber schuld. Tja, es gibt Tage, da klappt gar nichts. Ich kenne das. Braucht kein Mensch, aber es passiert. Ist doch schon viel besser. Tolles Brautkleid. Haben Sie auch noch was vor? Ich möchte halt keine Zeit verlieren, wenn der Richtige vorbeikommt. Oh, eine Frau der Tat, ja. Kommt da noch was? Oder schaffen Sie es durch die bloße Macht der Gedanken, den Tag noch zu retten? Nee, zaubern kann ich leider nicht, aber kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? War nett, Sie kennenzulernen. Tschüss. Tschüss. Es war heute einfach nicht mein Tag. Tut mir leid, dass ich so unfreundlich war. Unfreundlich? Sie? Also ich bitte Sie. Könnten Sie mich vielleicht ein Stück auf Ihrem Rad mitnehmen? Ja. Heute? Ja, klar. Bitte. So, wo müssen wir lang? Achtung, los geht's. Hier müsste es sein. Mitten im Wald, sind Sie sicher? Die Wegbeschreibung stimmt. Ah, und wer ist jetzt der Glückliche? Ganz schön neugierig. Ist eine Berufskrankheit. Danke fürs Bringen. Moment, ich lasse Sie bestimmt jetzt nicht hier allein. Nicht, wenn ich nicht weiß, mit wem Sie sich hier treffen. Ich könnte mich daran erinnern, wenn ich Sie als Bodyguard engagiert hätte. Und wer ist es? Einer von den sieben Zwergen. Ach, dann sind Sie wahrscheinlich Schneewittchen. Gut kombiniert. Danke, mein Retter in der Not. Ich bin dann weg. Halt, stopp. Wer beschützt Sie denn vor der bösen Königin? Also ich würde mich da zur Verfügung stellen. Wofür? Als mein Beschützer? Und als Ihr Bräutigam. Darüber macht man keine Witze. Das war kein Witz. Entschuldigung, ich streichen Sie das. Ich wollte Sie ja jetzt nicht überfordern. Weiß ich doch. Danke, mein Ritter.
Ja, jetzt hat Justus konnte gerade noch eine neue Rezeptur verschwinden lassen, als der Abt die Küche betrat, offenbar in sehr übler Laune. Bevor der junge Mönch eine improvisierte Erklärung wegen seines unerlaubten nächtlichen Aufenthalts in der Klosterküche loswerden konnte, polterte Abt Andreas bereits los. Also mein Schmarrn, das klingt ja wie ein Drei-Groschen-Roman. Ja, Charlotte, komm ruhig rein. Wird da sowieso nichts sein. Ja, Kira. Hallo, Onkel Julius. Ja, sag mal, das ist ja eine Überraschung. Wie schaffst du denn überhaupt aus? Jetzt komm, jetzt lass dich drücken, Kira. Was ist denn los? Der Mister hat mich einfach sitzen lassen. Moment, wer, was, wie? Carsten. Carsten Rühler, der Mann, den ich heute heiraten wollte. Heiraten? Erst hat er mich ewig warten lassen und dann, als er vor dem Altar Ja sagen sollte, ist er einfach abgehauen. So eine Drecksaune, Elendige. Gibt's doch gar nicht. Morgen 17 Uhr mit Witwe Bühning zum Grab, hab ich notiert. Und vergiss nicht, die geliebte Flamingo-Pflanze von ihr noch bei den Gärtnern abzuholen. Hab ich erledigt. Du überrascht mich ja. Ja, Martin, ich muss dir wirklich von ganzem Herzen danken. Also, wenn dein Boss mir nicht diese Prüfung auferlegt hätte, ja, mit der Tretmine, ich wäre doch niemals auf die Idee gekommen, mich so für die Gemeinde zu engagieren. Hey, das freut mich ja, dass du so viel Spaß dabei hast. Ich hätte niemals diese wunderbare Frau getroffen. Witwe Bühning? Dieses unglaubliche Geschöpf, als ich einkaufen wollte für Witwe Bühning. Ah, okay. Ja, wie heißt sie denn? Schneewittchen. Schneewittchen? Ja, sie war auf dem Weg zu den sieben Zwergen. Also, ich weiß jetzt gar nicht so viel über sie, aber ich weiß, dass sie ein bezauberndes Lächeln hat, dass sie nicht auf den Mund gefallen ist. Sie ist einfach faszinierend, weißt du? Und du bist sicher, dass du nicht zwischendurch auf einer Parkbank eingeschlafen bist? Ja, das war alles live und in Farbe, sonst hätte ich ja kaum einen Heiratsantrag gemacht. Wusste ich doch, du bist ein Mann der Tat. Absolut, und das nächste Mal weiß ich alles über sie. Da weiß ich, wo sie herkommt, da weiß ich, was sie macht, alles weiß ich. Du, habt ihr schon eine neue Verabredung? Ach so, ja, also, falls ich sie wiedersehe, dann weiß ich alles. Ja, wenn du fleißig betest, dann... Carsten hat noch Gefühle für seine Ex-Freundin. Was ihm allerdings erst am Abend vor unserer Trauung eingefallen ist. Unglaublich. Der Kerl hat nicht dabei den Schneid, dir das vor der Hochzeit zu gestehen. Er hat mich einfach mit dem Pfarrer stehen lassen. Der arme Mann wusste nicht mal, wie er mich trösten soll. So ein Feigling-Feiger. Ja, ich meine, und deine Eltern? Also, das überrascht mich jetzt schon ein bisschen, denn... Vater hat diesen Sausack unbeschadet aus der Kirche gehen lassen. Die haben mich von Anfang an vor Carsten gewarnt. Otto und Papa. Carsten Rühler ist ein Schwätzer und ein Feigling. Lass bloß die Hände von dem. Ja. Damit er leider recht hat, gell? Was er mir ein Leben lang aufs Brot schmieren wird. Darum musste ich auch erstmal zu meinem Lieblingsonkel flüchten. Sag mal, warum wusste eigentlich dein Lieblingsonkel nichts von deinen Hochzeitsplänen? Oder habe ich da vielleicht die Einladungskarte verbummelt? Wir haben niemanden eingeladen. Nicht mal Mama und Papa. Wieso das jetzt? Carsten wollte, dass wir an unserem wichtigsten Tag durch nichts und niemanden gestört werden. Es sollte eine ganz intime Zeremonie sein. Naja, jetzt... Jetzt bleibst du erst einmal bei mir. Kommst zur Ruhe, ja? Dann schauen wir weiter. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte wirklich keinen Tag länger in diesem Brautkleid herumlaufen können. Vielen Dank für die Sachen. Nicht ganz perfekt, aber fürs Erste besser als nichts. Bitte, setzen Sie sich doch. Danke. Als ich in München in den Zug bin, war ich so fertig, da konnte ich wirklich an nichts anderes mehr denken. Schon gar nicht an sowas wie Reisegepäck. Konnten Sie denn einigermaßen schlafen? Wie ein Stein. Das hat mich selbst überrascht. Nenn es doch einen Anfang.
Und Ihr Verlobter hat er sich bei Ihnen gemeldet? Der feige Hund. Der bleibt bestimmt erstmal in Deckung und hofft, dass ich mich abrege. Darauf kann er aber lange warten. Ich weiß jetzt sowieso nicht, was ich machen soll. Nach Hause fahre ich auf keinen Fall. Und zur Arbeit kann ich auch nicht. Aber wenigstens muss Carsten sich jetzt für unsere Kollegen im Gartencenter eine Ausrede einfallen lassen, warum er nicht in den Flitterwochen ist. Sie bleiben natürlich bei uns, solange Sie möchten. Aber ich kann doch nicht tagelang Ihre Wohnung belagern. Ach was, Platz gibt es hier reichlich. Und Julius und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie unser Gast sind. Ehrlich? Hm? Das ist das Netteste, was ich seit Tagen gehört habe. Vielen Dank. Hey, Xaver! Nee, ich habe keine Zeit. Und bei Frau Bühning war ich auch schon. Nee, warte mal, Xaver. Was denn? Diese Kiste muss in meine neue Wohnung im Pfarrerhaus. Bitte. Sie ist ganz schlecht, Mann. Ich habe dir doch von dem Mädel erzählt. Ach, Schneewittchen. Ja, ganz genau. Die muss ich wiederfinden. Und der einzige Anhaltspunkt, den ich habe, ist diese Straße hier, wo sie mir ins Fahrrad reingelaufen ist. Ich verstehe. Und dann musst du jetzt die Witterung aufnehmen. Ja. Gut. Ja, und das ist genau auf dem Weg zu meiner Wohnung. Hm. Komm. Nee, warte. Nee. Also, na, so geht's nicht. Jetzt hoch. Jetzt hoch. Das ist... Schneewittchen! Schneewittchen, warte mal! Hallo! Und jetzt verpasse ich wegen deinem blöden Regal meine Traumfrau, oder was? Ja, woher weißt du denn, dass du sie nicht wieder sehen wirst? Das ist ein Bauchgefühl, das ich habe. Du, mit Gottes Hilfe werdet ihr alle Hindernisse überwinden, die sich euch in den Weg stellen. Versprochen. Komm. Eins, zwei und... Hier, hier. Hast du sie denn gesehen? Wen, Schneewittchen? Nee, keine Chance. Ich hatte viel zu tun, die Kiste hier zu jonglieren. Hast du aber ganz gut drauf, hm? Was? Kissen jonglieren? Nein, deine priesterliche Überzeugungsarbeit mit Gottes Hilfe und Hindernisse überwinden und so. Ich hab schon gedacht, es wäre ein bisschen zu dick aufgetragen.